Hallo, herzlich willkommen, was geht ab, Freunde? Heute gibt es ein Unboxing zur Canon EOS R. Die habe ich heute erst bekommen und ja, ich würde sie gerne mal aufmachen und testen. Und ihr dürft dabei sein. Ich weiß, mein Studio und hier ist alles nicht profimäßig, wie andere große das haben, aber mein Gott, man arbeitet mit was man hat, oder? Also, so sieht das aus, so kommt es im Karton. Ja, EOS, ja, schwarzer Karton. Machen wir mal auf. So, ich mache es am besten so auf. Was ist hier alles drinnen? Anleitung, Papierchen. Ich kann alle mal wegtun. So, ich tue erstmal am besten alles raus. Akku, Ladegerät, USB-C-Anschluss. Kabel. Wahrscheinlich der Adapter. Kamera selber. Ist gar nicht so schwer. Und der Canon Strap. Das war's. Empty. Ganz klar, der LP6 für Canon. Finde ich gut, dass sie die Akkus weiter verwendet haben. Weil es ist immer blöd, wenn doch mal auf Canon bleibst oder Canon Shooter bist, dann wieder komplett auf neue Akkus umsteigen musst und so. Und das ist halt schon gut, wenn man aus der eigenen Serie oder aus der nativen Serie auch den Akku wieder verwenden kann. Dann das Ladegerät, klar, auch nichts Besonderes. Das Ladegerät, das ganze Zeug da weg. Stromkabel, USB-C, Canon Strap. So, jetzt kommen wir schon zu den feineren Sachen. Das ist der Adapter, wo man Kamera adaptieren kann, und zwar vom F-Mount. So heißt es, der neue Canon, das Bajonett von Canon F auf EF. Ich habe jetzt keine F-Linse dazu gekauft oder bestellt. Die sind ja sackteuer, aber sollen ziemlich gut auch sein, so von den Reviews, was ich so gesehen habe. Aber ich habe jetzt mal für die Adapter-Version entschieden, weil ich habe noch zwei Canon-Linsen oder drei sogar, und ja, die kann ich drauf super nutzen. Primär wollte ich die EOS R eigentlich zum Vloggen nehmen, weil ich mir gedacht habe, mit dem Flip-Out-Screen und so, Weitwinkel drauf, perfekte perfekte Vlogging-Kamera, weil die Sony hat halt doch kein Flip-Out-Screen, und es ist halt, ich finde es besser, wenn man sich selber sieht. Aber es geht auch ohne, bis jetzt ging es auch ohne, aber es ist halt, ja, Flip-Out-Screen. Und aufmachen hier. So, da ist sie, das gute Stück. Jetzt haben wir die Kamera. Ja, ein Card-Slot. Ich bin eigentlich immer so ein User gewesen, so ein Shooter, der nur immer mit einem Card-Slot, mit einer SD-Karte gefilmt hat oder ein paar Fotos gemacht hat, und hatte eigentlich nie Probleme damit. Ich bin jetzt nicht so professionell. Klar, ich kann mir schon denken, dass bei wichtigen Shoots und Filmen und wichtige Aufträge halt, man doch zwei Karten braucht, um sich abzusichern, weil wenn mal von der Footage was kaputt geht oder auf der SD-Karte die Footage verloren ist, das ist richtig scheiße. Aber so wichtige Projekte hatte ich eigentlich noch nie. Nee. Was mir auch gleich aufgefallen ist, der Viewfinder ist schon fest dran. Normalerweise kenne ich das immer so, dass die extra kommen und austauschbar sind, aber hier ist er schon dran. Von der Haptik her ziemlich wertige Kamera und liegt halt super in der Hand. Allein hier die L-Form
Und der für den Handgriff hier regelt echt gut in der Hand die Kamera. Besser wie bei der Sony. Die Sony ist ein bisschen kleiner. Liegt nicht so gut in der Hand wie die, muss ich sagen. Ist echt gut. Flip-out-Screen. Was ich auch richtig geil fand, ist der Shutter fährt runter, wenn man das Bajonett wegmacht, also die Linse wegmacht, um den Sensor zu schützen. Ist natürlich auch cool. Ich glaube, man sieht. Ich habe öfters mal gelesen, dass das ein Nachteil auch sein kann, weil der Shutter, also der Vorhang, ziemlich fragil sein soll oder empfindlich. Aber ich fasse hier eigentlich nicht rein. Aber ist nicht schlecht, wenn der Sensor geschützt wird. Wie gesagt, ich hatte mal, früher hatte ich mal Canons, oder eine Canon. Und vom Menü her sollten sie eigentlich alle gleich sein. Wobei die schon wieder ein bisschen anders zu bedienen. Aber das Menü von Canon ist ziemlich intuitiv und besser aufgeräumt wie das von Sony. Muss ich ehrlich gestehen. So, hier habe ich meine Linsen. Einmal das Sigma 18:35. Und da habe ich noch meinen Sony Adapter drauf. Das kennt, glaube ich, jeder. Also das ist so ein Must-Have, finde ich, für Videoaufnahmen, weil es sehr scharf ist und wirklich gut. Gar nicht so teuer eigentlich für das, was es kann. Und eine günstige Canon. Das ist eine EFS-Linse, also für den APS-C-Gebrauch eigentlich. Eine Weitwinkel 10:18 Weitwinkel EFS. Und haben gedacht, weil ja diese Kamera eh einen Crop hat auf 4K mal 1,74. Also ist es besser, wenn man hier ein bisschen kompensiert und greift man zum Weitwinkel 10:18. Ja, das wird so das Vlogging-Setup von mir. Ich werde auch gleich nach dem Unboxing ein bisschen was filmen. Wir werden heute meinen Nissan filmen, beziehungsweise nicht filmen, sondern mein Kumpel Max macht ein paar Fotos davon und ich werde halt dazu ein bisschen vloggen mit den zwei Linsen hier und dann sieht man schon ein bisschen die Qualität der Kamera. So, ich filme jetzt mit der Canon, mit der 10:18 EFS auf 4K. Da sieht man mein Studio, yay, meine Lichter. Und hier meine Sony. Mal drehen. Ich benutze auch jetzt das interne Mic. Also kein Rode Mic oder so. Autofokus ist auf Gesichtserkennung und auf Servo. Das ist halt schon cool, wie sie mich so tracken kann. Richtig gut. So, jetzt habe ich das 18er drauf, kurz nur zum Testen, funktioniert auch gut. Okay, dann gehen wir raus und filmen mal den Skyline.